Liebe Larissa, herzlich willkommen. Heute ist dein erster Arbeitstag. Danke, ja. Wie fühlst du dich? Gut. Und hast du so einen Anfang vorgestellt gehabt? Nein, eigentlich nicht. Marina, wie habt ihr euch vorbereitet auf den heutigen Tag? Wir haben uns intensiv auf den heutigen Tag vorbereitet. Wir haben einen Kuchen organisiert. Kaffeemaschine angelangt. Das ist das Wichtigste. Ja. Wir Gastfreundschaft ist bin sie mehr. Das A und O. Claudio! Hallo miteinander. So, Larissa, jetzt du trittst in die Fußstapfen von Dominik. Ja. Das ist natürlich nicht ganz einfach nach 30 Jahren Dominik. Nein. Und wir haben ja miteinander ein Video geführt, online, weißt du noch? Ja. Was ist denn von dem Interview geblieben? Was hat dir Dominik ans Herz gelegt? Wie man Salatsauce macht. Ja, Claudio, warum ist die Salatsauce so wichtig im Treff? Weil es fast jeden Tag Salat gibt und die Leute verrückt nach der Dominik ihre Soße sind. Und sie wirklich immer super Salatsauce gemacht hat. Und wird Larissa auch in der Küche mithelfen? Auf jeden Fall. Und kannst du jetzt vielleicht noch weitere Aufgaben erwähnen, die sie wird, für uns erfüllen wird? Der Unterhalt des Treffs, mithilfe der Konzerte und Events, wie allen Gastrobetrieben. Und vielleicht auch, was ihre Vorstellungen noch sind, wo ihre Stärken sind, ob wir die noch ein stärken können. Ja. Das müssen wir alles noch herausfinden. Ja. Kannst du uns vielleicht eine Stärke von dir kurz mitteilen? Kreativ. Jetzt du! Jetzt du, das ist dein wievielter Einsatz als Zivi bei uns? Meinst der zweite, aber jetzt schon länger da, ja. Also jetzt in dem Fall, du erlebst jetzt beide Äras, oder? Die Ära von der Dominik, ja. Wo eher zum alten Eisen gehört und jetzt haben wir zu den Eliten, genau. Und jetzt haben wir ganz junge. Genau. Ja, kannst du vielleicht erzählen, wie die Zusammenarbeit war mit der Dominik? Ja, es war sehr lustig mit der Dominik. Und ich glaube, mit der Larissa wird es genauso lustig, mindestens. Und ich kann nur sagen, ich freue mich jetzt auch mit der Larissa noch zu arbeiten, dass sie auch Gastin war bei uns. Und jetzt als Mitarbeiterin ist wieder etwas anderes, aber es wird sicher lustig. Larissa, von dir erwarten wir ein bisschen Tempo. Also was ist für dich wichtiger? Schnell oder präzise arbeiten? Präzise. So, jetzt kommt noch Rita. Ja. Hallo Rita. Also Rita ist eine Ferienleiterin von Insieme Zürich seit Jahren. Und du hast heute den Kuchen mitgebracht. Ja, irgendjemand muss schliesslich. Ihr seht, ich koche nicht, wie hier momentan geschafft und gewirkt wird. Und die Küche nicht brauchbar ist. Also habe ich gesagt, ich bringe den Kuchen von mir daheim, damit wir alle hier, die die ganze Zeit einen riesen Einsatz leisten, etwas zwischendrin für die Pause haben. Und natürlich am heutigen Tag, der Larissa, ihren ersten Tag, auch noch gerade ein Willkommen für die Larissa. Ja. Sie dürfen den Kuchen anschneiden übrigens, ganz professionell. He? Wie es so schön ist, wir haben zwar kein Hochsieg, aber wir haben einen Arbeitstag. Ja, dann würde ich das letzte Wort Larissa übergeben. Larissa, freust dich? Du freust dich auf den heutigen Tag? Ja. Seit wann hast du das letzte Mal gearbeitet? Oh, schon lange. 13. Februar. Und kannst du uns vielleicht sagen, warum Arbeiten für dich so wichtig ist? Ja, dann habe ich etwas zu tun, sonst ist es mir langweilig. Okay, dann alles Gute, Larissa. Danke.